Ich gehe in den Garten, die Arbeit... So, und hier ist der Pfirsich, der Weinberg-Pfirsich, den ich gepflanzt habe vor 2 Jahren. Und da trägt es erstmal Pfirsiche. Und da waren insgesamt 5 Pfirsiche drin. Und die sind extrem lecker. Extremst lecker. Die sind noch relativ klein, aber die sind extrem lecker. Und Weinberg-Pfirsiche sind eben nicht die Plattpfirsiche. Ne? Also wir kennen ja die die Plattpfirsiche, die verkauft werden. Da sagen oft viele Weinberg-Pfirsiche, das ist aber nicht wahr. Das sind Plattpfirsiche. Die Weinberg-Pfirsiche sind halt auch ganz normal rund. So, und da habe ich jetzt 5 Pfirsiche insgesamt dieses Jahr bekommen und die schmecken alle wirklich mega, mega lecker. Also Weinberg-Pfirsiche, absolute Empfehlung. Und ja, und da kommt gleich noch was Positives. Hier, die ersten von dem, was ich gesehen habe, ich habe leider wieder vergessen, was es ist, aber steht ja auf dem Video, ist gekommen. Und hier kommt zwar auch was, aber da weiß ich nicht, ob das was das von dem Gepflanzten ist. Hier auch. Muss ich halt beobachten. Aber hier kommt was. Also ja, auch von der Reihe kommt schon wieder was. Ja, also von daher bin ich eigentlich guter Dinge, dass sozusagen hier auch wieder im Winter wieder was wächst. So, hier habe ich ja die ganzen Kräuter ausgesät und da ist irgendwie nichts gekommen, bis auf... Bums. Dill. Eine Pflanze Dill ist gekommen. Von den ganzen Samen, die ich hergemacht habe, ist tatsächlich eine Dillpflanze gekommen. Und die habe ich erst Ende Juli ausgesät. Und Dill ist bei mir bisher gar nicht gekommen. Ja, Brokkoli ist natürlich richtig blöd. Der blüht halt. Wenn man da blüht, dann kann man den sicherlich auch nicht mehr essen. Der ist halt nicht zusammengeblieben, sondern der ist, wahrscheinlich nennt man sowas, geschossen. Und ja, eigentlich jetzt auch blöd. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem machen soll. Ob man den so essen kann einfach. Mal probieren. Brokkoli Live-Verkostung. Ja, war mir gar nicht schlecht. Ist gar nicht so schlecht. Schmeckt einfach genauso wie Brokkoli. Brokkoli. Aber hä, kannst du halt nur als Stängel essen und nicht als so wie du es gewohnt bist. Und die Blüten? Ja, ich würde sagen, den ernte ich den einfach jetzt. Hä? Genau, ich werde den einfach so ernten. So wie er hier da steht. Muss ich aber abschneiden. Und das früh ist halt mit dem Smoothie klatschen. Hat jetzt wenigstens was gebracht. Ja, so machen wir das. Die positiven Nachrichten reißen nicht ab. Guckt mal, was hier unten liegt. Die Ananas-Antenbeeren sind fertig. Die Ananas-Antenbeeren. Ah, geil. So sehen die aus. Oh, ein Traum, ein absoluter Traum. Ich schmecke so leicht karamellig, so ein bisschen nach Weihnachten. Mega, richtig, richtig mega. Und da habe ich nämlich eine von gegessen, wo ich die gekauft habe. Da war eine schon reif und jetzt hat die richtig viele. Und ja, wenn die abfallen, dann kannst du halt quasi essen. Und mega lecker. Echt mega, mega lecker. Absolute Empfehlung, werde ich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder machen. Ananas Andenbeere, glaube ich, hieß die. So, irgendwas habe ich noch. Und zwar habe ich hier drin so die Blüten von einem Franzosenkraut. Und dieses Franzosenkraut, das würde ich gerne bei mir im Hochbeet auch so ein bisschen wachsen lassen. Und von daher ja, tue ich das jetzt einfach mal hier vor die Petersilie mit rein. Und ja, hoffe, dass dann irgendwann dann hier Franzosenkraut wächst. So. Na. Naja, viel ist es nicht, aber Samen waren dabei, das habe ich gesehen. So. Vor der Petersilie habe ich Franzosenkraut. Merken, Christian, unbedingt merken. So, genau. Wunderbar, das Papier ist eigentlich auch gut. Kann man gleich mit untermachen. So, und dann habe ich noch was vor. Und zwar möchte ich... Ich habe hier Shiso, einmal green, also grün und einmal rot. Shiso-Samen. Und da habe ich jetzt hier... der vom Unkraut befreit. Und da möchte ich jetzt schon vor dem Winter, weil die brauchen ein bisschen Frost,
sozusagen vorm Winter, hier ist Shiso Green und Shiso Red. Also dort kommt Shiso Green und hier ist Shiso Red, direkt neben dem Majoran. Und ja, da möchte ich mal sehen, ob die hier sozusagen dann wachsen im Februar. Also dann nehme ich nur die Hälfte, weil die andere Hälfte kommt dann ins Hochbeet. Weil das ist so ein richtig geiles Gewürz. So, und da ich das sowieso wieder vergesse, habe ich jetzt Stöcker reingemacht. Dort, dort und dort. Das heißt, hier in dem Viereck ist Shiso Green und hier ist Shiso Rot. So. Mal sehen, ob ich dran denke, da, wenn ich das ich weiß, in irgendwo, wann das in. Ja. Ja, damit ich das nicht vergessen, habe ich jetzt drei Stöcker reingemacht. In diesem Viereck ist Shiso Green und hier ist Shiso Red. So. Und da, das braucht ein bisschen Kälte und wächst dann aber erst im Frühjahr und Sommer. Mein Problem ist immer, wenn das dann rauskommt, ich weiß nicht, ob es Unkraut ist oder ob es das Shiso-Zeug ist. Aber naja, man muss ja lernen. Also von daher, Shiso Green, Shiso Red.